Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Origins. Irgendwie hat mich das hier mit dem Sprechen gerade noch verwirrt, aber gut. Dann wollen wir mal. Wir sind soweit. Wirklich? Alle glauben, sie wären bereit, bis sie was aufs Maul kriegen. Ihr kämpft zuerst gegen ein paar Neulinge. Wenn ihr überlebt, werden wir weitersehen. Okay. Zwei, die trotz geringer Chancen kämpfen. Die Zuschauer lieben unfaire Kämpfe. Enttäuscht sie bloß nicht. Oder mich. Okay. Wollt ihr unser Blut sehen oder deren Blut? Egal, Hauptsache Blut. Hier gibt es keine Unschuldigen. Halt dich bloß nicht zurück, Bruder. Die tun das sicher auch nicht. Jeder von uns hier kennt das Risiko. Du hast dich hier schon sehr gut angepasst. Kannst du denn nicht ihre Blicke sehen? Oh, sie bewundern mich, Bayek. Die Männer, die Frauen. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Das war ein guter Anfang. Die beiden Wüstenratten sind zäher, als sie aussehen. Ich schlitz dich auf! Kämpf so weiter, alter Freund, und wir werden einem reichen Patron auffallen! Und was dann? Dann eröffnet sich eine Welt neuer Möglichkeiten. Die besten Gladiatoren erhalten Spezialaufträge und machen mehr Geld, als du dir vorstellen kannst. Dann machen wir mal auf uns aufmerksam. Die haben wir fertig gemacht. Yay! Yeah, Sieg! Ein Sieg für die Beschützer von Siva! Die neuen Lieblinge der Arena. Wer weiß, wie weit sie noch kommen werden! Tja. Euch zwei zusammenzustecken war eine meiner besten Ideen. Die Menge liebt euch. Ich sagte doch, wir sind zu hören, bestimmt, Felix. Zu hören? Langsam, langsam, Fräulein Sandfloh. Es liegt ein weiter Weg vor euch. Ihr seid noch lange kein Titelanwärter. Ihr könnt nicht gegen die gallischen Brüder kämpfen, nur weil ihr ein paar armselige Neulinge besiegt habt. Obwohl ich ehrlich gesagt hoffe, dass ihr es schafft. Du gehst mir echt ganz schön auf die Nerven. Was müssen wir tun, um gegen sie anzutreten? Bei den Göttern, jetzt du auch? Konzentriert euch auf die nächste Runde! Und weil ihr mich nervt, gibt's diesmal Löwen obendrauf. Sie haben tagelang nichts gefressen. Und ihr seid ihr Futter. Kommt, wenn ihr bereit seid. Wenn es stimmt, was Kenzer sagt, könnt ihr jeder der Gladiator... Wir sind auf dem richtigen Weg. Nach all der Zeit könnte ich endlich meine Chance bekommen, gegen die gallischen Brüder anzutreten. Und das verdanke ich dir. Ach, nichts könnte mir lieber sein. Was hat es eigentlich mit den anderen Aufträgen auf sich? Oh, der aufrechte Bayek will sich die Hände schmutzig machen. Die Zeiten ändern sich, Seni. Ich schätze, es ist schwer, immer nur ein Magi zu sein. Da wirst du wohl Felix nachfragen müssen. Vertraulich. Der beste Weg, an das Krokodil zu kommen. Felix! Ich hörte, einige Gladiatoren bekommen hier Spezialaufträge. Du hast dich verhört. Und wenn es das gäbe, müsstest du viel tun, um dir Zugang zu verdienen. Deine Arbeit, du vorwitziger Bluthund, ist zu kämpfen. Mehr nicht. Du verdienst dein Geld in der Arena oder überhaupt nicht. Dann werde ich genau das tun. Wir sind bereit. Na endlich. Man verlangt nach euch beiden in der Arena von Kyrene. Liefert eine gute Vorstellung, dann profitieren wir alle. In Kyrene? So.
Wie oft kämpfst du gegen Löwen? Nur wenn Felix welche bekommt. Die sind viel teurer als Menschen, die sich freiwillig für eine Tracht Prügel melden. Es liegt wenig Ehre darin, Tiere zu töten. Töte oder werde gefressen. Und er ist eingesperrt. Alles ist gut. Solange wir ihn nicht freilassen. Der Menschheit und das Sklavenmädchen sind unaufhaltbar. Noch wilder als die wildesten Bestien. Ich reiß dir die Eingebäude aus. Ich dachte, die wären eingesperrt. Es gibt keine Regeln in der Arena, Zenith. Bam! Komm, dritte und letzte Runde. Also zwei Runden nur. Ja! Die Beschützer von Sieber haben einen weiteren Sieg errungen. Sind die gallischen Brüder die nächsten? Ich hoffe es. Auf geht's in den nächsten Kampf. Wo ist Kenza? Ihre Talente wurden heute woanders gebraucht. Diesen Kampf wirst du also alleine gewinnen müssen. Aber das wird schon. Noch ein Auftrag für diesen Patron? Kämpfer, die zu viele Fragen stellen, leben nicht lange. Der Beruf ist sehr gefährlich. Unfälle passieren. Ich will mich nur als würdig erweisen. Dann musst du gewinnen. Du kriegst deine Chance gegen die Brüder. Schlag sie. Und man wird dich bemerken. Ist Kenza wohl auf? Heiliger Anubis. Ich muss gewinnen. So. Das war sehr. Die Mitchell fehlt seine Partnerin gar nicht. Was für ein Kämpfer! Reiß dir die Eingeweide aus! Siehst du zu, Krokodilopolis? Sehen wir hier den nächsten Herausforderer? Ist die Krone der gallischen Brüder in Gefahr? Das war zu cool. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Bams. Auch alleine mache ich alle fertig. Tut mir leid, dass ich dich allein ließ. Und auch kann ich stolz auf dich sein.
Hatte Felix einen Auftrag für dich? Für wen war er? Ich werde es dir bei Gelegenheit erzählen, Bruder. Nur so viel, unsere Zukunft hat nie rosiger ausgesehen. Bayek. Das ist der ersehnte Moment. Unsere Chance auf den Umhang der Meister. Am Ende werde ich noch gegen sie kämpfen, habe ich so das Gefühl. Felix, wartet! Sie ist auf jeden Fall sehr motiviert. Nick Ennis Sigiriet. Auf geht's! Ihr schlagt euch gut für zwei Landeier. Eure Zeit ist gekommen. Die Zuschauer sind es leid, dass Viridovix und Diovikos alle Gegner mit Links vernichten. Ich baue darauf, dass ihr es unterhaltsamer macht. Und eines noch. Tötet sie nicht. Meine besten vier Kämpfer müssen leben für die Revanche. Die Gallier haben denselben Befehl bekommen. Also gut, wir werden sie nicht töten. Aber was Schmerz und Demütigung angeht, garantiere ich für dich. Wir dürfen sie nicht töten. Das ist der Bayek, unser großer Moment. Man wird uns Denkmäler errichten und unsere Namen auf alle... Ja. Hier sind die Herausforderer für die Krone. Die Beschützer von Ich bitte, Fieber. Sie wird getötet und dann töte ich auch beide. Unübertroffen. Unbesiegt. Wir sind die gallischen Brüder. Ich muss mein Adrenalin ziemlich oft aufladen, wenn es geht. Oh shit. Aua. Nein. Alter. Nein. Nein. Das war so knapp. Ein Schlag. Das ist der Bayek, unser großer Moment. Hier sind die Herausforderer für die Krone. Die Beschützer von Siva. Unübertroffen. Unbesiegt. Wir sind die gallischen Brüder. Ja, das hatten wir schon. Ja.
Nein, 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 nein. Ach komm, mach ich ihn fertig. Fatality. Du wirst gerecht werden. Alter, die hat ihn auch umgebracht. Wir haben sie doch beide gekillt, oder? Bitte. Ah ne, die leben noch. Krokodil! Die gallischen Brüder sind besiegt! Für den Tod der kleinen Shadia! Verdient ihr den Tod? Mädchen am Leuchtturm? Das waren wir nicht, ich schwöre! Wir haben viel Schreckliches getan, Sivana. Aber dieses Kind haben wir nicht ermordet. Ein Hoch auf die neuen Meister! Wir waren die doch, Beschützer von Siva! Wir sahen die Soldaten das Mädchen fangen und zu Berenike bringen, zum Krokodil. Sie hat dieses Kind ertränkt. Sie nahm ihr ein Buch ab, ließ einen Stein an ihren Knöchel binden und stieß sie ins Wasser. Wir konnten nichts tun. Deswegen bist du also zu mir gekommen, oder? Du wolltest ihren Patron, dieses Krokodil. Bayek, warum hast du mir nicht vertraut? Huh? Ich hätte dir geholfen. Du bist Söldnerin, genau wie die. Es war einfach zu riskant. Welches Schicksal erwartet die Gefallenen? Nein. Ist es Leben? Bayek. Oder Tod? Du musst mich doch besser kennen. Tod. Bayek, du kennst mich doch. Wir sind immerhin Meister der Arena, ne? Das Krokodil. Ein kleiner Moment, ich muss so kurz aufschauen. Okay, so weiter. Tritt die Eigentümer der Arena. 35, was? Ja, noch weit entfernt. Also war es Berenike. Sie ist das Krokodil. Sie hat Shadia umgebracht. Sie hat so viele in den Ruin getrieben. Sie beschreibt sich als Mäzenin des Wohlstands und der Kultur im Fayum. Man spürt ihren Einfluss in der gesamten Region. Ihr Reichtum kommt von ihrem Anwesen im Norden der Stadt, der Kerkesucher Kornkammer, der größten in ganz Ägypten. Sie veranstaltet ein Gastmahl mit anderen Einflussreichen aus dem Fayum. Jeden Abend zieht sie sich in ihre Villa zurück, wo sie sich mit Geld und Schmeicheleien ihre Gunst sichert. Dann werde ich sie dort finden. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Was machst du jetzt? Ich gehe auch zurück in meine Villa. Ich muss was trinken. Chinut und ich müssen in Ruhe trauern. Leb wohl, Bayek. Wenn du getan hast, was du tun musst, würden wir uns freuen, dich wiederzusehen. Ich komme vorbei auf den Abstecher. Gladiatoren frei. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du dich neuen Herausforderungen und Bossen stellen willst. Sie bleibt nachts in der Villa, sie lebt. Okay. Bewegen wir uns mal dahin. Oder? Vom Straßenkämpfer in die Arena. Meister geworden. Jetzt wissen wir, wer das arme kleine Mädchen getötet hat.
Wechsel nochmal schnell das Boot, weil gefühlt sind die mit Segel schneller. Na, sind wir doch schon fast da. Das ist die Kornkammer, von der Hutte versprach. Das Krokodil muss da drin sein. Entdeckt. Das komplette Ding, Sperrgebiet. Für den Hauptmann, zwei Töter, Kommandanten. Warum nicht? Also, ab hier ist das so. Werden wir kurz mal mit. Ich glaube, wir werden hier per Nacht einfach reingehen. Sind, glaube ich, mehr am Schlafen. Fang. Ich hätte gehofft, da gehen ein paar schlafen. Aber das war es auch von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann. Abonniert mich, damit ihr auf dem Stand bleibt. Bis dann, haut da rein.